Sie haben jetzt nochmal das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung betont. Jetzt hat die Ukraine im Mai zweimal das russische System für die Atomraketen, Frühwarnsysteme angegriffen. Da würde mich interessieren, fällt denn für den Kanzler, fallen auch diese Angriffe unter den Bereich Selbstverteidigung? Ich bin hier nicht in einer Position, einzelne Maßnahmen der ukrainischen, des ukrainischen Militärs, so sie denn gegeben haben soll, zu beurteilen, sondern ich habe sehr klar gemacht, unsere Position, die wir haben und die der Bundeskanzler auch formuliert hat. Und da ist das Völkerrecht das Völkerrecht. Nachfrage? Ja, mich würde es aber trotzdem interessieren, das waren ja schon zwei Angriffe, die international für Aufmerksamkeit gesorgt haben und selbst sehr ukraine-freundliche Analysten, auch Politiker, haben dies kritisiert mit dem Verweis, dass der Angriff auf Frühwarnsysteme für Atomwaffen nicht zielführend gewesen sei. Teilt denn der Kanzler diese Einschätzung? Da habe ich mit dem Kanzler dezidiert nicht drüber, also nicht genau drüber gesprochen. Insofern kann ich das Ihnen nicht liefern. Der Kanzler war empört über unlängst den Beschuss seitens Russland auf einen Baumarkt in der Ukraine. Das hat ihn sehr empört und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Herr Haug?